Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, werte Damen und Herren. Wir diskutieren das Thema Gewalt an Frauen und da möchte ich eingangs festhalten, dass wir jede Art von Gewalt ablehnen, ob das körperliche Gewalt ist, ob das sexuelle Gewalt ist oder ob es psychische Gewalt an Frauen, an Kinder oder an Männer ist. Das Thema Gewalt, insbesondere die häusliche Gewalt, stellt in der Gesellschaft eine große Herausforderung dar, denn Präventionsarbeit ist wichtig, Opferschutz ist wichtig, aber auch die opferschutzorientierte Täterarbeit ist wichtig. Und was brauchen wir? Wir brauchen dementsprechende politische Rahmenbedingungen, damit Frauen überhaupt nicht in diese Gewaltsituation kommen bzw. diese Gewaltspirale entkommen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eines ist Faktum, dass wir ohne die Migrationskrise vom Sommer 2015 nicht diese Form an Gewalt gegen Frauen hätten. Denn diese Migrationsströme haben auch Wertehaltung zu uns importiert, wie etwa radikaler Islamismus, und damit verbunden ist auch ein Frauenbild, das von uns ganz klar abgelehnt wird. Denn es ist damit verbunden eine völlige Entwertung der Frau, wo der Mann über die Frau verfügt und so wie immer auch extrem und schwere Gewaltverbrechen kommt. Ich möchte zu zwei Beispielen kommen, zwei Fälle. Wie vor einigen Wochen in Niederösterreich, wo ein tatverdächtiger Afghaner wegen Vergewaltigungsversuch an eine 55-jährige Frau auf freien Fuß gesetzt statt in Haft genommen wurde. Oder zweiter Fall, eine Frau, 71 Jahre alt, die 2015 in Dreiskirchen von zwei Asylwerbern brutalst vergewaltigt worden war. Und jetzt verweigert das Sozialministerium Schmerzensgeld gemäß dem Verbrecheropfergesetz. Und Grund der Verweigerung soll sein, dass es keine schwere Körperverletzung gewesen sei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Bundesminister, wenn das wirklich so ist und eine Vergewaltigung keine schwere Körperverletzung ist, dann müssen wir uns hier einmal etwas überlegen, damit wir eine Gesetzesänderung einbringen und auch umsetzen, Frau Bundesminister. Und es ist auch höchst an der Zeit und man muss das Problem bei Verbrechen und Gewalt an Frauen an den Wurzeln es einmal packen. Und eines muss jetzt auch einmal gesagt werden, und da schaue ich ganz bewusst zu den Grünen. Geht es um Rassismus, geht es um Diskriminierung in eine Richtung, da sind sie laut. Aber geht es um Vergewaltigung an Österreicherinnen durch Asylwerber, da sind sie leise. Vielen Dank.